Also mir fällt gerade etwas auf, und zwar hatte ich hier unten 1379 und das ist schon eine ganz schöne Zeit lang. Das verändert sich überhaupt nicht. Und hier oben hatte ich 11 Kilowattstunden. Das sind ja mittlerweile 14, das heißt jetzt sogar 15 plus 3. Hier unten sind wir immer noch auf Charge Total. Das heißt, hier müssten eigentlich entweder jetzt schlagartig von 11 auf 15 4 Kilowattstunden draufkommen. Aber hier kommen nicht 4 Kilowattstunden drauf. Und ich habe da so eine böse Vermutung. Irgendwie kommen die da nicht drauf. Komisch. Und hier sind es mittlerweile fast 16. So, wir waren hier bei 11 kW, hatte ich ja gesagt. Das sind jetzt auf 17, sind das in 6 Kilowattstunden Zuschlag. Und hier waren wir gerade bei 79, das habt ihr ja gesehen. Und das ist auch jetzt hier der 6er Zuschlag gewesen, also auf 85. Wir können uns ja mal die 85 merken und wir können uns mal die 17 merken. So, hier oben gibt es jetzt 18 Kilowattstunden, also einen dabei. Und hier unten sind wir immer noch bei unseren 1385 Kilowattstunden. Das merken wir uns mal. 1385 zu jetzt einen drauf von 17. Von 17 Kilowattstunden auf 20 Kilowattstunden sind 3 Kilowattstunden. Und unten hatten wir 85, das heißt, wir müssten 88 sehen. Er hat jetzt nachgezogen auf 89, was wir hier reinbekommen haben. Das sieht ganz gut aus. Das heißt, ich würde jetzt erstmal ganz kurz festhalten, die Anzeige hier oben im Auto mit den 20 Kilowattstunden, also die wir jetzt schon reinbekommen haben, seitdem ich lade, und das, was ich hier im Scan My Tesla sehe, ist identisch. Also das, was hier in Akku kommt, wird oben ehrlich angezeigt und auch im Scan My Tesla ehrlich angezeigt. Das ist schon mal ganz gut. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen Folgendes. Wir sehen, dass wir jetzt 18 Uhr haben und müssen 54 Cent bezahlen, die Kilowattstunde. 54 Cent die Kilowattstunde. Wir haben jetzt 21 Kilowattstunden geladen. Das würde bedeuten, Hey Siri, rechne 21 mal 0,54. Das ist 11,34. Gut, da lasse ich mich jetzt nicht schlagen. Das ist okay. Auch das stimmt. Also das, was wir jetzt reinbekommen haben, muss ich auch bezahlen. Aber ich habe ein Problem. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Da hat jemand von euch zu mir gesagt, hör mal Jörg, ist das normal? Ich habe hier eine Wallbox zu Hause und ich habe jetzt hier festgestellt, dass ich beim Laden, und ich hatte ihn dann direkt kontaktiert, was für eine Leistung hast du denn geladen? Dann sagte er, mit 11 kW, also mit der vollen Leistung, hätte er Ladeverluste von 25%. Das fand ich sehr viel. Und jetzt werden einige sagen, hör mal, das ist zu viel. Normalerweise sind da vielleicht 10% Ladeverluste oder 5% Ladeverluste, wenn du eben an einer Wallbox lädst. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Es geht um was anderes, wo ich eure Hilfe mal bräuchte und wo ihr oder vielleicht jemand von euch weiß, wie das funktioniert, wo da die Lösung liegt oder wo vielleicht auch mein Gedankenfehler ist. Und zwar geht es darum, in dem Zusammenhang bin ich nämlich auf Folgendes gekommen. Gehen wir mal davon aus, dass der Kollege, der mir hier den Kommentar liebenswerterweise geschrieben hat, dass er tatsächlich jetzt auf seiner Uhr zu Hause eben, sagen wir mal, 30 Kilowattstunden sieht, die er bezahlen muss an den Energiebetreiber, also 30 Kilowattstunden, und mal gehen wir davon aus, dass die 25% bei ihm wirklich Ladeverluste sind, dann müssten ja in seinem Auto im Prinzip 25% weniger ankommen. Das wären in dem Fall 7,5 Kilowattstunden. Das heißt, er hätte ins Auto effektiv nur 22,5 Kilowattstunden eingeladen. Angenommen, es wären jetzt 10%, dann wären es eben 27 Kilowattstunden eingeladen und 30 Kilowattstunden muss er aber natürlich nach wie vor bezahlen. Das wäre natürlich dann etwas günstiger, wenn er nur 10% Ladeverluste hätte. Tatsache ist aber immer, dass du immer etwas mehr bezahlen musst, hast dann Ladeverluste, die in dein Auto kommen, und mit denen kannst du dann im Prinzip fahren und damit kannst du eben dann umgehen. Aber du musst immer etwas mehr bezahlen. Das wäre das Gleiche, und jetzt komme ich auch schon langsam auf den Punkt, als wenn du bei ENBW, bei Shell oder sonst wo lädst.
da siehst du dann auf der Uhr, also so wie bei der Tankuhr, siehst du dann, ich sag jetzt mal wieder, gehen wir mal von den 30 Kilowattstunden aus, die siehst du auf der Uhr, dass du die geladen hast und die musst du auch bezahlen, bei EnBW, bei Shell, bei Ionity, wo auch immer. Die musst du bezahlen, die wollen die haben. Und in deinem Auto siehst du, da sind dann eben, ist dann eben weniger angekommen. Wenn man jetzt schnell, desto schneller man lädt, desto geringer sind ja die Ladeverluste aufgrund der kürzeren Zeit, der Wärmeverluste und so weiter, okay. Das heißt, gehen wir mal davon aus, da hätten wir dann 5% Ladeverluste, nur mal angenommen. Das heißt, es wären wieder diese 30 Kilowattstunden, die müsstest du bezahlen. 5% wären dann eben 1,5 Kilowattstunden weniger, wären in deinem Auto angekommen. Also dann wären in deinem Auto 28,5 Kilowattstunden angekommen. Das würdest du sehen. Das siehst du ja hier beim Tesla. Der zeigt das ja permanent an, das wisst ihr ja. Ja, also man kann ja hier gucken. Ich lade übrigens auch gerade, wisst ihr ja. Das heißt, hier kann man jetzt sehen, was da im Auto ankommt. Und das ist auch tatsächlich hier unten mit Scan My Tesla ziemlich identisch. Das hatte ich ja gerade beim Intro in diesem Video euch auch gezeigt, dass das tatsächlich identisch ist. So, jetzt haben wir den Punkt, dass wir nach 6 haben. Und wir haben hier 54 Cent. Und lass uns gerade mal kurz gucken. Lass uns gerade die Lage nochmal checken zur Sicherheit. Können wir nochmal gemeinsam machen. 33 Kilowattstunden sind drin. Und 17,55 Euro. Hey Siri, rechne 33 mal 0,54. Hey Siri, rechne. Mann, hey Siri, rechne 34 mal 0,54. Das ist 18,36. 18,36. Okay, ich habe auch noch keine 34 drin. Warte einen Moment ab. 18,36. Jetzt 34. 18,36. Es sind aber nur 17,8. Das heißt, er will ein bisschen weniger Kohle. Aber schlucken wir das jetzt mal einfach so mal. Vielleicht irgendwie. Okay, lassen wir das jetzt mal so ein bisschen. Das heißt, ich müsste ein bisschen mehr bezahlen. Beziehungsweise das, was ich ausgerechnet habe, Entschuldigung, ist ein bisschen mehr als das, was ich bezahlen muss. Wäre ja sogar noch günstig. Der Punkt ist aber, was ich nicht verstehen kann, ich kann nicht verstehen, und zwar folgendes, und da müsst ihr jetzt mal helfen. Bei Tesla gibt es ja keine Uhr, und da kann ich ja auch nicht sehen, was ich bezahlen muss. Das heißt, ich bekomme hier irgendwas ins Auto, und das, was ich ins Auto bekomme, muss ich bezahlen. Das stimmt. Aber ich habe doch Ladeverluste. Und die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, da bin ich mir eben unsicher oder mache ich dann Gedankenfehler. Diese Ladeverluste, diese 5 oder 10%, bezahlt die jetzt Tesla? Weil normalerweise, wenn ich 34, oder sind die in dem Preis mit drin? Sind die diesen 34 oder 54 Cent mit drin? Dann wäre ja die effektive Kilowattstunde tatsächlich etwas billiger sogar. Das heißt, bezahle ich bei Tesla die Ladeverluste mit, weil die das auf die Kilowattstunde draufzahlen, also draufhauen. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Kilowattstunde etwas weniger. Das wäre ja wirklich Daumen nach oben. Oder ist es so, dass sie für die 54 Cent für die Kilowattstunde nehmen, effektiv, und die übernehmen dann für mich die Ladeverluste. Es gibt ja immer diese Probleme mit diesem Eichrecht und bla bla, und die haben ja diese Skala nicht in ihrem Tesla da Supercharger drin, und dann sollen sie ja angeblich verklagt werden und doch wieder nicht und keine Ahnung. Aber sag mal, kann mir da mal irgendeiner vielleicht sagen, wie ist denn das? Bezahlen die Ladeverluste? Oder ist es in den Kilowattstunden drin und die ist eigentlich billiger? Das würde mich echt mal total interessieren. Also, oder mache ich einen Gedankenfehler? Ich bin mir echt nicht sicher. Ja, aber deswegen sind wir ja so eine Community und deswegen machen wir die Videos und vielleicht hat jemand die Antwort und wir alle können davon dann profitieren. Das wäre ganz nett. Zu Hause ist es wie gesagt klar, da muss ich immer mehr an den Energiebetreiber bezahlen, als ich das ins Auto kriege. Aber hier kriege ich bei Tesla ja was ins Auto. Und das, was ich ins Auto bekomme, bezahle ich ja auch nur. Aber was mit den Wärmeverlusten? Fragezeichen. Übrigens, wenn einer jetzt sagt, hör mal Jörg, du lädst ja 87%, du sagst doch immer gesagt, du lädst bis 60%. Ja, wenn ich am Supercharger ab und zu mal bin und nicht zu Hause, dann lade ich auch schon mal bis 90%. Aber ich habe noch nie bis 100% geladen. Und das werde ich auch lassen. Aber da werden nochmal Videos folgen, für die Extended Version Schauer jetzt unter euch. Das hatte ich ja gesagt.
Das ist ja das Experiment, was ich mache und das habe ich bis heute auch noch nicht gemacht. Es könnte natürlich auch sein, dass das, was ich jetzt hier bezahlen muss und das, was mir Tesla anzeigt, was ich angeblich bekommen habe von denen, dass das nicht stimmt. Also, dass da eine kleine Diskrepanz ist zum Scan My Tesla und Scan My Tesla nicht mit Tesla übereinstimmt. Das heißt, wenn ich auf Scan My Tesla gucke, dass vielleicht doch ein bisschen weniger wäre. Das kann ich nochmal in einem extra Video nochmal checken. So, für die Extended Version Schauer unter euch, ich konnte nicht mehr warten. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach die Zahlen, die ich ja zu Beginn des Videos im Intro hatte, die Ladedaten, die habe ich jetzt einfach nochmal genommen. Ich habe sehr lange geladen und daher denke ich, sind die auch im Prinzip irgendwo auch relevant. Die gucken wir uns jetzt mal an und das Ergebnis ist wirklich interessant. Denn es hätte ja sein können, dass die Daten von Scan My Tesla und das, was ich eingeladen habe, also das, was ich hier auf meinem Display angezeigt bekomme, dass das nicht identisch ist. Dass ich zum Beispiel eben bei Scan My Tesla eine andere Zahl habe, also das, was ich wirklich in Akku bekommen habe, im Vergleich zu das, was Tesla anzeigt. Und da hätte ja eine Diskrepanz sein können. Dann wären da unter Umständen eben die Ladeverluste gewesen und die hätte ich dann bezahlen müssen. So nach dem Motto, bei Scan My Tesla steht weniger und auf deinem Display steht mehr hier im Auto und das, was da steht, musst du bezahlen. Und jetzt haltet euch fest auf das Ergebnis. Achtung! Ihr könnt euch an die Zahl noch erinnern. Die war 1379 Kilowattstunden zu 11 Kilowattstunden. Die ich, also plus 11 Kilowattstunden hatte ich ja praktisch auf dem Display stehen und 1379 Kilowattstunden hatte ich hier im Scan My Tesla stehen. Und jetzt stehen im Scan My Tesla, Achtung, guckt euch das an. Scan My Tesla, das ist das, was da am Anfang stand, könnt ihr nochmal zurückspulen, plus 11 Kilowattstunden. Das hat Tesla mir hier angezeigt, was ich bezahlen musste, mal 59 Cent. Jetzt habe ich am Schluss gehabt 1407 Kilowattstunden zu 39 Kilowattstunden. Die Diskrepanz von Tesla sind 28 Kilowattstunden und hier die Diskrepanz auch 28 Kilowattstunden. Ich hätte das also auch gut von Anfang an laufen lassen können. Dann hätte ich hier bei den 1379 die 11 abziehen müssen. Dann hätte ich das gleiche Ergebnis bekommen, dass diese beiden Seiten tatsächlich identisch sind. Also Scan My Tesla und eben das von Tesla. Und diese 1407 Kilowattstunden, die sieht man hier unten. Da sind sie. Charge Total DC, also Directly Charge, also Gleichstrom, 1407 Kilowattstunden im DC-Modus. Halleluja. Willkommen im Club. Ja, jetzt bin ich also wie gesagt sprachlos und brauche jemanden von euch, der das irgendwie aufklärt. Übernimmt Tesla hier meine Ladeverluste? Oder haben die eine billigere Kilowattstunden? Also bezahle ich im Prinzip weniger Kilowattstunden? Ja, ich weiß es nicht. Oder, ja, Moment mal, wenn ich jetzt die Kilowattstunde bezahle von denen und die bezahlen mir die Wärmeverluste on top mit, da müsste ich eine billigere Kilowattstunde bekommen. Das wäre dann eigentlich ganz nett von denen. Ich weiß es nicht. Macht's gut, der Jörg hier aus. Jetzt wieder Darmstadt. Tschüss.